Sonne, Mittelmeer, vierte Welle. Angesichts dieses Schreckensszenarios soll in Deutschland von diesem Sonntag an nun doch die Testpflicht für Reisende kommen. Das geht aus einem Papier des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Demnach sollen Urlauberinnen und Urlauber entweder einen negativen PCR-Test, einen Impf- oder einen genesenen Nachweis vorzeigen. Egal, ob sie per Bahn, Flugzeug oder mit dem Auto nach Deutschland zurückkehren. Eine Maßnahme, die am Köln-Bonner Flughafen auf Verständnis stößt. Da müssen wir nur den Corona-Test vorzeigen und den Pass und sonst nichts. Außerdem haben wir eine SMS bekommen, dass wir die Quarantäneregeln und die sonstigen Verordnungen beachten sollen. Also etwas strenger kontrollieren wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Deutlich strengere Regeln sollen für Virusvariantengebiete gelten. Die generelle Testpflicht, die auch Geimpfte und Genesene einschließt. Das Thema war im Vorfeld deutschlandweit kontrovers diskutiert worden. Vor allem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder preschte nach vorn, um den 1. August als Start der Testpflicht durchzusetzen. Viele Länder forderten vom Bund, angesichts des nahenden Schulstarts in mehreren Bundesländern schnell zu handeln.